Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier diesen Item 509D euch heute hier vorstellen. Hier handelt es sich um einen kleinen, so eine Art Schlepper hier. So, gibt es also, habe ich schon gesehen gehabt, in meiner Jugend mal, aber halt nur mit Frontantrieb, wo hinten das Teil also gebremst war. Hier haben wir einen klassischen Fehler, wo was nicht passt. Was passt hier nicht, fällt einem hier gleich auch auf. Ja, die Reifen. Das passt bei den Reifen nicht. Die Textur passt nicht. Also, da stimmt schon mal was nicht. Wir haben hier auch also einen Aero Warning Lure mit Event. Haben wir schon mal auch hier. Wir haben auch hier Warnings drin. Ja, das was fehlt schon mal daher. Wir haben hier mehrere Objekte. Wie wir sehen, haben wir 5 Objekte. Sollten nur 2 sein. Ja, wahrscheinlich ist das hier, die Kameras wurden also nie rausgelöscht. Jedes Mal wurde was neue Kamera erstellt, aber es wurde die alte wahrscheinlich nicht herausgelöscht. Ja, das ist so, ja, das eine große Problem, würde ich mal sagen, das Ganze. Ich finde es ein bisschen schade, dass sowas halt nicht also getestet wird in der Richtung. Ja, und deswegen haben wir hier solche Lokfehler hier drin. Das ist ein bisschen schade, deswegen habe ich mir gedacht, ich mache trotzdem das Video. Weil ich weiß, wollte ich es nicht machen, aber ich habe mir gedacht, machen wir doch, dass die Leute es natürlich wissen, was den Mod natürlich bereitstellen und ja, welche, was ich den Mod vielleicht runtergeladen habe, dass sie wissen, dass der Mod nicht fehlerfrei her ist, halt. Ja, das gute Stück kostet hier nur 1000 Euro in Anschaffung, Miete sind wir bei 51 Euro inklusive, wir haben hier eine Leistung von 14 PS, entsprechend 10 kW, manuelle Schaltung, ja, der Tankvolumen passt auch nicht, es sollten vielleicht hier 18,5 Liter vielleicht sein und nicht 1850, 42 km soll das gute Stück schnell sein und 1,9 Kubik und 1,4 Tonnen, das ist ein bisschen viel, aber ich denke mal mit der Pritsche hinten herauf, da kommen wir schon her. Ja, was können wir machen? Wir können jetzt zum Beispiel hier uns eine Wand hinzufügen und dann die hinten ja noch eine Wand oder entfernen. So her. Dann, ja, steht da irgendwas wegen Volumen. Weiß aber nicht, wo dann das Volumen sein soll. Weil wahrscheinlich das funktioniert auch nicht. Dann haben wir noch also Farbwahl. Zum Beispiel, ja, das kann man so uns her einfärben. Das Ganze. Dann können wir uns ein Drecker ein bisschen individuell gestalten. Jedenfalls, ich finde so her nicht schlecht, das Ganze. Bloß, wie gesagt, also zwecks wegen der Lokfehler. Das gute Stück ist hier auch verwendbar mit also Simple IC. Wir haben hier auch, ja, wenn wir mal sehen, hier die Gurte können wir hinzufügen oder entfernen. Das tun wir mal hier das mal weg, weil ich wollte euch zeigen, also, dass die Gurte hier funktionieren. Mal schauen, so. Tun wir das ganze Ding mal in die Ecke stellen. Beim nächsten Mal, wenn ich das Spiel natürlich starte, ist es weg. So, aus dem Auge, aus dem Sinn. Das Ganze natürlich. Wir können also hier uns dann über die Button... Ah, das muss ich jetzt wieder so gleich umstellen, dass es überhaupt funktioniert. Ja, also die Superkraft deaktivieren, dass wir das hier wieder einblenden können. Wie wir sehen, haben wir ja auch noch also länglichen Spanngurten. Ja, das muss man mal schauen. Jetzt kommt die Bordwand wieder her. So, und wir haben dann natürlich innen drin dann normalerweise diese Plane. Muss mal schauen, wann die Plane wieder auftaucht. Ich weiß jetzt nicht, wann es jetzt wieder kommt. Davor war die Plane da. Ah, jetzt ist die Plane da. So, die Plane ist dann für Trauben oder sonst irgendwie was. Jedenfalls her. Steigen wir mal einfach mal auf das Ganze. Starten das gute Stück. La Coraccio-Hupe haben wir auch. Ein bisschen leise. Von innen drin sieht das dann nachher so aus, wenn wir da fahren. Schauen wir mal, was wir hinten laden können. 30 km/h machen wir. Gehen wir mal wieder in die Außensicht mal ran. Hm.
War er hier noch nicht mal laden? Das kann auch wahrscheinlich eine Ursache sein, aber wir geben gleich mal unser Bestes und laden gleich mal was. So, da haben wir jetzt einfach hier mal Kartoffeln geladen. Schauen wir das. Oh, der ist schon laut. Wahnsinn. Ja, die Hände beim Lenkrad passen auch nicht so ganz, aber mal schauen wir mal, wie er hier abladen tut. Machen wir hier einfach mal Steuerung I. Der haut das dann nach hinten so raus. Sieht auch ein bisschen lustig aus, muss ich wirklich sagen. Wie gesagt, also ich finde ihn so her eigentlich gar nicht mal so übel, aber halt die Lokfehler und die Texturfehler, was auch zu der Lokfehler hier natürlich hier dazu kommt, ist es halt ein bisschen schade, dass das gute Stück hier also nicht also fertiger, fehlerfrei halt hier zum DL angeboten wird. Ja, das war's da soweit das her. Ich hoffe, euch hat natürlich hier mein kurzes Video hier über den Mod gefallen. Wenn ja, schaut sich da rein. Lasst einen Daumen nach oben da, würde mich freuen. Hiermit sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.